Am 10. Mai herrschte auf dem Triesener Sportplatz Hochbetrieb. Zahlreiche Primarschüler bestimmten die Szenerie. Wir machen eine Charity-Sportveranstaltung und die Kinder sammeln da möglichst viele Punkte, damit sie Spenden sammeln können für Kinder in Kolumbien, dass man eine Bibliothek einrichten kann. Vorgängig haben wir Listen gemacht, wo sie Spenden gesammelt haben. Und dort haben die Leute einfach Beträge angeben können, wie viel Geld dass sie für einen Punkt geben wollen. Und die sind jetzt bei uns eingegangen. Und ja, jetzt probieren die Kinder in den vier Posten, die sie hier haben, einfach so viel möglich Punkte zu holen. Also wir sind 6 Studenten von der Pädagogischen Hochschule zu Rorschach und wir haben im Rahmen von einem ALGE-Projekt, das heisst lerngruppenübergreifendes Projekt, haben wir das auf die Beine gestellt. Und ja, wir sind jetzt sehr zufrieden, weil ja, sie sehen ja die vielen glücklichen Gesichter. Also mich freut es, dass die Kinder so motiviert sind, obwohl das Wetter eigentlich nicht gerade so super ist und trotzdem so gut mitmachen. Ich konnte Getränke schenken und anderen den Strich auf die Karte malen. Die anderen sind sehr fleissig beim Rennen und mir hat es auch sehr gefallen. Also wir haben Seil gezogen. Dann bin ich dann über andere durchgerutscht und das habe ich schon eh passiert. Und danach haben wir noch gelaufen, also gesprungen, noch so Buchstaben gesammelt und haben wir ein Wort ausbilden. Und dann haben wir noch so Bücher müssen transportieren und trinken. Also wir haben die LED angefragt und sie verdoppeln jetzt unseren gesammelten Beitrag von den Kindern. Ja. Also sie haben gesehen, dass man rechnen können mit etwa 8'000 Franken, die sie selber sammeln. Und dann wird das einfach noch verdoppelt. Und dann können wir das so in Kolumbien schicken.